Du gehst zum Bachelor, obwohl du weißt, dass du seit Jahren schwul bist. Raffi, das, was du machst, wird dein Untergang hier sein, okay? Das wird unangenehm für ihn. Der Beef geht weiter. Du hast echt eine Macke, will nichts mit diesen ganzen Trash-Leuten zu tun haben. Gott. Wir kennen jetzt die Wahrheit hinter Raffis Anschuldigungen. Und spüre ich da ein wenig Bockigkeit? Im Moment fresse ich es in mir rein, bis ich explodiere. Alle da, willkommen zu einer sehr, sehr speziellen und wieder krassen Folge von Promi Big Brother. Wer begeistert Sie denn am meisten? Wie viel Zeit zum Überlegen habe ich genau? Das Leben auf dem Planet Luxus ist wirklich Luxus. Womit haben wir das verdient? Das fragen wir uns alle auch. Natürlich trainiert Raffi nur die Oberarme. Die Beine sieht man ja auch im Club nicht. Die erste gute Nachricht und Überraschung. Alle in der Raumstation haben offensichtlich die Nacht überlebt. Ich glaube aber, ihr werdet einmal noch mit Melanie noch zusammenkommen, auf jeden Fall, damit ihr das aussprecht. Ich glaube, das wird so eine Klärung sein einfach. Zwischen mir und ihr wird es keine Klärung geben. Wir gehen in der Zeit ein bisschen zurück, sind also jetzt vor dem Beef und erfahren nochmal genau, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dann explodiert es nachher noch so richtig. Ich werde nochmal von anderen sagen, hast du eigentlich die anderen aufgeklärt? Dass du euch eigentlich vorher kanntet? Ich finde es halt total unfair, wenn man sich da abschnauft. Ich kenne sie ja noch nicht lange, aber die haben sich halt vorher wahrscheinlich einen Plan gemacht. Ja. Raffi will heute Beweise und die bekommt er auch. Ein erster Beweis wäre definitiv schon mal Melanie Müller. Und wenn auch nur dafür, dass die deutsche Schönheitschirurgie wirklich nichts mit Schönheit zu tun hat. Melanie hat für mich keinen Charme und keinen Stil. Ihr ist alles scheißegal, sie wird alles machen für etwas Sendezeit, einfach noch ein bisschen im Fokus zu stehen. Wie reagiert Raffi darauf, wenn Melanie Müller Sendezeit hat? Das ist ja eine Straftat! Und wie reagiert eine andere Person darauf, wenn Raffi Sendezeit hat? Darf ich mein T-Shirt ausziehen für euch? Gott bewahre! Uwe, können wir mal, du hast ja jetzt gerade 4 Toast genommen. Ist das schlimm? Na ja, klar. Ja? Ich teile hier alles auf. Dass sie mich so degradiert, als wenn ich alles wegfuttern würde. Ach so, du darfst da abends ran und dir eins rausholen. Ja, weil ich gestern früh nur eins gegessen habe. Und wie viel darf ich essen? Jeder eins. 1 + 1 = 3. Uwe ist richtig, richtig viel Scheiße von seinem Bauernhof gewohnt. Aber das hier stinkt zum Himmel. Lieber Uwe, es ist einfach so, dass Promi Big Brother Teilnehmer Toastbrot sehr, sehr lieben. Es ist aber nachvollziehbar. Es hat ja auch den gleichen IQ. Natürlich fühle ich mich bevormundet von ihr. Das klingt ja so, als ob ich hier die Chefin bin, was ich auch bin. Du lebst doch von deinen Hupen. Na, mehr ist ja nicht. Was ist sonst noch da? Spüre ich da ein wenig Bockigkeit? Mhm. Ja, das ist normal. Ich denke, im Moment fresse ich es in mir rein. Bis ich explodiere, brauchen wir noch ein paar Tage. Ich glaube, auch bei einigen liegen die Nerven langsam blank. Ne? Du weißt nicht, wo du hinfliegst. Sie fliegt ja so gerne. Vor allem eben morgens irgendwann ratzevoll aus irgendeiner Spielunke. Bitte, Melanie, tu uns einen Gefallen. Das Wasserstoffperoxid, also die Blondierung, aufs Haar und nicht kübelweise trinken. Danny hat eine Duschphobie. Ey, du bist ja immer noch nicht duschen. Ja, ich weiß das auch nicht. Das ist easy. Guck mal, das ist ganz einfach. Du musst keine Angst haben. Schupp. Wenn das so kalt ist hier alles. Das geht doch nicht. Gott. Ich habe ja gerade die Achseln gewaschen, intensiv mit Seife. Und der Rest? Ich möchte meine Haut das erste Mal direkt in den Jacuzzi halt einfach eintauchen. Oh nee. Wie einfach völlig klar ist, dass unser lieber Dani von RTL 2 kommt. Ich rieche ihn inzwischen auch durch den Fernseher. Was ist los? Hat unser Jörg keine Kippen mehr? Oh Leute, ich krieg Migräne. Der Danny ist Naturbusche. Was bedeutet das? Stinke ich manchmal? Ja. Nicht duschen zu gehen? Oder erst duschen, wenn man stinkt? Ich weiß das nicht. Danny hat seine Haare mal eine ganze Zeit lang nicht gewaschen und trotzdem haben sie nie so geglänzt wie das totoperierte Gesicht von unserer Heike. Inzwischen kommen wirklich alle Bewohner der Raumstation auf den Danny zu und sagen ihm, hier, komm, dusch dich noch mal. Und Danny so, geht's noch? Was denkst du, warum hast du Kopfweh? Ich schwör's, der Sauerstoff fehlt oder so, echt ohne Scheiß. Sehr merkwürdig, das war doch bisher auch überhaupt kein Problem. Ja, vielleicht bist du schwanger, dann lässt du. Spaß. Dann habe ich nicht nur Migräne. Vielleicht kommt da ein kleiner Monte raus. So ein Chinchilla mit so aufgeplatzten Haaren. Ach du Scheiße. Ja, die spinnt doch komplett. Liebe Melanie, bitte beleidige doch keine Chinchillas. Danis Herz wurde gebrochen. Unseres aber auch, weil sich Melanie Müller und Dani Büchner hier so gut verstehen. Für Hellseher Daniel gab es noch keinen Ersatz. Wir hoffen einfach alle darauf, dass Bea Fiedler in den nächsten Tagen im Raucherraum aufwacht. Er hat dann nur geschrieben, ich werde jetzt ein Video posten, dann wirst du sehen. Da wäre nichts gewesen mit dieser Ex, aber ich würde ihm misstrauen. So eine Partnerin wie mich braucht er nicht. Ich habe dieses Video gesehen, ich habe geheult. Ja, aber dann hast du dir mal Gedanken gemacht, ob er dich vielleicht... Unsere Berufswitwe und fünffache Mutter beschwert sich darüber, dass Ernesto alles öffentlich gemacht hat. Noch mehr ärgert sie nur,
dass sie die Halskette mit der Asche von Jens zu Hause vergessen hat. Wer ist der Typ? Warum überhalten wir uns eigentlich über dieses Chinchilla-Teil? Ob die da besoffen waren in den 9 Monaten? Alles gut, wa? Wahrscheinlich hat das auch jeder erwartet, dass wir uns die Köpfe einschlagen. Die Sendezeit von Ernesto Monte verhält sich proportional zu der vom Wendler, als Claudia Norberg im Dschungelcamp war. Beide haben damit mehr Screentime als einige Bewohner. Als ich drüben war, hat Raffi mir erzählt, er so, ja, wusstest du, dass Erik und Nettie sich kannten? Da habe ich so, ein bisschen abgekadertes Spiel. Ich habe gesagt, keine Ahnung, habe ich gesagt, kommst du denn klar? Aber wir kannten uns gar nicht. Ist doch egal, wer sich wie, wo kennt oder abgesprochen hat. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Bringt ja keinem was. Kannst ja hier nicht schauspielern, oder? Das war so witzig. Oh mein Gott, diese Rede war so gut. Melanie Müller hat allerdings schon auch recht. Warum wiederholt Raffi diesen Streit so unglaublich oft? Das, was für ProSieben Big Bang Theory ist, ist für Raffi die Absprache zwischen Erik und Melanie. Vielleicht übertreibt Raffi doch auch ein bisschen. Ich meine, würde jetzt Möbelhaussängerin Annemarie Eifeld einziehen, die hätte ja beispielsweise auch schon jeder gesehen. Oder? Ich glaube, zu mir sind sie nett, bei dir. Ich bin mal gespannt, wenn ich sowas jetzt schon höre, wird das richtig scheppern. Und das ist jetzt da oben, ist das jetzt ein Team und das ist sowieso meines Erachtens nach eine Dreier-Kombo, die auch gefährlich wird. Denn ich denke, auch Mims ist ja gefährlicher. Ich weiß gar nicht, was du sagen sollst. Ich denke mal, dass es da echt noch scheppert. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen sehr, sehr stark sein. Die beiden verstehen sich. Ich habe die Schnauze voll davon, ganz ehrlich. Ich warte mehr oder weniger sekündlich darauf, dass Marlene Lufen irgendein peinliches Instagram-Video postet, was das mit der Psyche von uns Zuschauern macht. Jetzt schauen wir nochmal in den Streit rein, falls ihr den nicht gesehen habt. Hier verlinke ich euch nochmal die Live-Bilder, alle Highlights dabei, aber vor allem auch noch ganz neue Perspektiven und Interviews, die es gestern noch nicht gab. Es geht los. Haben wir einen Topf oder so? Melanie hat ausgepackt. Sie und Erich, die haben sich abgesprochen, sie kennen sich. Und da steht einer mit einem Kochlöffel und einem Kochtopf da und macht in der Live-Sendung. So kleine Eier musst du erstmal in der Hose haben. Kanten, ich hab die gesehen. In Berlin, Madame Tussaud. Wir hoffen natürlich, dass es wenigstens Uwes Löffel war. Noch besser wäre es natürlich nur gewesen, hätte er auf den Hohlraum geklopft, der da über seinem Hals baumelt. Ich habe so das Gefühl, es gibt noch einige Irrungen und Wirrungen bei der Geschichte. Deswegen lasst am besten direkt ein Abo mit Glocke da. Dann werden wir das gemeinsam ergründen. Was geht hier ab? Selbst wenn das wahr ist, ist es definitiv der falsche Zeitpunkt und ist definitiv eine Unart, die sich definitiv nicht gehört. Wer ist denn das überhaupt? Ich habe gar... Darf ich zumindest mal wissen, also, in welcher Funktion du hier bist? Ich bin da unten eingezogen. Ja, also du bist auch ein Teilnehmer wie wir. Genau, ich bin kein Schauspieler. Glaubst du, dass unabhängig davon, wie groß der Wahrheitsgehalt deiner Ansprache ist, die Art und Weise angemessen ist, sowas zu behaupten, muss auch bewiesen werden? Wer ist das denn überhaupt, ne? Jörg Dräger mit den Sätzen des Abends. Was Raffi zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, er hat sich damit schon eindeutig fürs Dschungelcamp qualifiziert. Er wird die härteste Dschungelprüfung von allen und von allen, die noch kommen werden. Du bist der Raffi, ne? Oder? Genau. Vom Namen habe ich schon gehört, ja. Was spielen wir denn hier bitte schon für eine Show? Dass wir jetzt unter der Decke fummeln oder was? Sie haben doch dadurch keinen Vorteil. Doch, haben die. Ja, natürlich. Gewisse Sachen, damit man Sendezeit bekommt. Geht das die ganze Zeit so hier? Ja, aber nicht in der Version, mit dieser Aggression auch. Ich habe ihn besessen von dieser Idee, dass irgendwie eine Verschwörung laufen würde, erlebt. Aber wie wäre es, wenn du mal mit mir redest? Es geht um mich? Nein, ich rede hier das öffentlich an, damit alle Bescheid wissen. Was ein Heiopei. Ja, bitte mir direkt die Nummer weiterleiten. Die brauche ich definitiv auch, lieber Simon. Nach der Nummer steht unserem Raffi eine wirklich sehr, sehr glänzende Trash-TV-Karriere bevor. Da wird sogar Heikes Gesicht neidisch. Aber ich finde das scheiße von dir. Na, was denn, bitteschön? Ich habe euch gesehen, ihr begrüßt euch, ihr sagt, ich bin Melli, er sagt, ich bin der Erik. Hi, Melanie. Lange nicht gesehen, Mensch. Letztes Mal beim Promi-Boxen. Ich komme zu dir. Wir haben uns doch in Berlin gesehen. Ihr euch auch. Ja. Einmal kurz gesehen. Hallo. In Berlin. Das war's. Ja. Raffi wirft Melanie vor, dass sie eine Show abziehen würde. Der Raffi, der bei der Bachelorette trotz seiner Homosexualität teilgenommen hat, danach offen schwul und bewiesenermaßen das auch in Köln ausgelebt hat und dann zu Bachelor in Paradise gegangen ist, um sich da kamerawirksam und medienwirksam zu outen. Habe ich Drogen eingeschmissen oder was ist jetzt passiert? Sag mal, geht's? Leidest du unter Verfolgungswahn? Ich habe keinen Bock auf Fakes. Ich habe keinen Bock auf Abmachungen. Du brauchst es nicht einfach auf Dummtun. Stehst du manchmal nicht im Mittelpunkt? Nein, ist das dein Problem? Ich guck mal, Raffi, du kannst nicht mit dem Finger auf mich zeigen. Ich gehe auf 180.
Das wäre aber eine neue Show für mich. Selbst für mich ist das eine neue Show. Damit hat er sich keinen Gefallen getan, was er hier gerade getan hat. Das wird er zu spüren kriegen. Der Rotzlöffel. Und das Witzige daran ist ja, dass Raffi ihr damit genau die Sendezeit verschafft, die er ihr vorwirft. Also, wir halten fest, ganz egal, wo er heute schläft, am besten so weit wie möglich weg von der Besteckschublade. Fun Fact, nach der Staffel sind die Worte Fake und Sendezeit die meistverwendeten im gesamten Trash-TV, nach Jens natürlich. Spinnt der gerade oder was? Nee, ich bin nicht. Raffi. Komm runter, du bist durchtrieben, du bist fake. Oh, das ist aber was ganz Neues. Du bist unbeliebt und du wirst auch rausfliegen, weil du fake bist. Melanie, verlasse jetzt und sofort den Big Planet. Ah. Nimm Raffi und Bibi mit. Gern geschehen, Raffi. Gerne. Den treibe ich so in der Ecke und so in die Enge, dass er sich umgucken wird. Sendezeit, oder wie es eben auch heißt, das Bitcoin von Reality Stars. Hey, aber Leute, habt ihr eigentlich mal nachgedacht, was ihr hier gerade anrichtet? Diese zahllosen Gespräche über Sendezeit und eine Person bekommt davon nichts mit. Tjo, ist schon irre hier. Achtung, das wird gleich richtig spannend. Was passiert? Ich wurde da oben angeschrieben von Raffi, dass wir uns vorher schon kennen. Das ist das. Das wird gleich richtig lustig. Hallo? Wir kommen alle ein bisschen runter. Nee, damit hörst du jetzt mal auf, okay? Ja. Weil ich bin kein Eierkopf. Ja, ich weiß, ja. Also Melanie Müller ist natürlich wirklich, ja, sehr, sehr grenzwertig. Aber ich muss schon sagen, ich liebe sehr, wie sie hier abliefert. Ich habe das Zucken in ihrem Gesicht schon auch gesehen und frage mich auch, ist alles in Ordnung? Also der Plug von unserem Danny würde schon eine ganze Zeit nicht gesehen, oder? Aber du hast es gesehen, wie kann man denn? Ja, Melanie, ich komme hoch, freue mich, sage, ey, geht's euch gut? Da schallert der mich von der Seite voll. Okay, es war die falsche Art und Weise. Wenn ich mal ein Problem habe, spreche ich das an. Aber tu nicht oben eine komplette Gruppe auf meine Seite holen und sag, die ist intrigant. Womit denn? Was haben wir denn? Lass mich erstmal aussprechen. Es kam zu Ohren von anderen Personen. Raffi ist jetzt für einen kurzen Moment verschwunden. Wahrscheinlich hat ihm einfach die Redaktion gesagt, wenn du nicht ruhiger wirst, dann wirst du der nächste F-Boy von unserer Dani Büchner. Es geht ja darum, dass Erik Melanie Müller doch eben schon gekannt haben sollte. Sorry, jeder kennt doch Melanie Müller. Also all diejenigen, die bei Google mal nach dem Film Joker gesucht haben. Ich hab's dir heute erzählt. Du kannst ja meinen Namen sagen. Was soll ich sagen? Guck mal, das ist natürlich scheiße. Jetzt muss ich ganz kurz was sagen, weil das fuckt mich richtig ab. Wenn du mich meinst, sag mich doch. Aber wenn ich im Raum bin, sag doch meinen Namen. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Du hast echt eine Macke. Ich hab's dir heute auch erzählt. Und da hab ich schon gesagt, hätte ich an dem Abend nicht so viel gelötet, dann hätte ich ihn vielleicht heute oder am ersten Tag wiedererkannt. Und das Erstaunliche an der Nummer, Raffi hat sich damit noch unbeliebter gemacht, als wir das von Dani Büchner erwartet hätten. Was Schweine für Trüffel sind, ist Dani Büchner für Sendezeit. Und natürlich kommt sie jetzt zurück auf die Bühne. Ich hoffe, das legt sich irgendwie, sonst geht es mir an die Psyche. Oh Mensch! Der kann schön bei der Mutti bleiben, da bringe ich ihm mal bei, was ordentlicher Anstand ist, okay? Also da könnte ich genauso sagen, du gehst zum Bachelor, obwohl du weißt, dass du seit Jahren schwul bist. Na, was ist denn das? Oh, oh. So, Leute, bitte gebt mal Gummi. Das geht alles von Dani Büchners Sendezeit ab. Also, auf eine Frage in die Runde. Hat schon jemand den Telegram-Kanal von unserem Raffi entdeckt? Dass man auf einer Basis von nicht ausreichenden Anklagepunkten ein emotional gefärbtes, schnelles Urteil fällt. Ich stehe noch auf keiner Seite. Das sind für mich komische Indizien. Im Zweifelsfall für den Angeklagten. Es sei denn, er hat seinen Ritalin unabgesprochen abgesetzt. Und was noch viel wichtiger ist, wenn er sich weiter so verhält, bekommt er morgen kein Toastbrot. Ich bin froh, dass mir den Stress setze und nicht geben muss und nicht, dass ich mit durchstehen muss die ganze Nacht. Der ist ja außer Rand und Band. Wenn da die Synapsen durchbrennen, dann ist Holland in Not. Aber ich möchte echte Leute und echte Charaktere sehen. Ich will nichts mit diesen ganzen Trash-Leuten zu tun haben. Sagt diejenige, die sich 6 Monate auf die Sendung vorbereitet hat und vor 2-3 Tagen noch gesagt hat, sie guckt alle Trash-TV-Sendungen. Ina Aogo mitten in der Creme Fraiche der Reality-TVs. Ich hoffe sehr, dass sie bald wieder in die Raumstation darf. Also genau dahin, wo sie hingehört zu den richtigen Trash-TV-Leuten. Wahrscheinlich war ihm sogar bewusst, was mir überhaupt nicht war, dass das on air ist. Jetzt sind wir nicht drauf, oder? Doch. Hallo, ich höre alles mit dir. Ich sag mal, welchen Format? Ja gut, aber das nimmt man ja jetzt nicht unbedingt. Nein, doch, welchen Teil von Big Brother hast du nicht verstanden? Wirklich. Welchen Teil von Big Brother hast du nicht verstanden? Weil das ist ja jetzt wie eine private Atmosphäre. Ja. Nur Raffi hat offensichtlich Big Brother verstanden. Der geht gleich so weit, dass er das gesamte Toastbrot aufisst und es Uwe in die Schuhe schiebt. Ganz toll, dass du dich jetzt
der Situation stellst? Also, da war ja schon die Bild-Zeitung ziemlich schnell. Die hatte die Kandidaten schon einige veröffentlicht. Und dann kam die Situation, wo Eric und Melanie von dem Manager vorgestellt worden sind. Das ging auch ziemlich lang. Ich fand auch schon schön, dass Jenny Elvers hat das ja heute Morgen auch im Frühstücksfernsehen bestätigt. Ich muss als erstes sagen, ich bereue das so, dass wir auf diesem Madame Touché-Event waren. Sonst wäre es ja alles nicht passiert. Was? Madame Touché? Ernsthaft? Sam ist einfach wirklich doof wie Toastbrot. Es würde mich also nicht wundern, wenn Uwe ihn gleich aufisst. Jenny Elvers hat das auch bestätigt. Ja, um Gottes Willen, dann ist die Sache natürlich wirklich klar. Das Maß seiner Erzürnung gestern war halt wirklich überdimensional. Bei uns fliegen dann auch mal die Teller. Und aber ich muss auch sagen, im Endeffekt wollen die Leute ja auch immer alle Action sehen. Dieses Temperament hat er einfach sehr... Temperament ist auch ein sympathisches Synonym für psychische Störung. Sam und Raffi teilen sich eine Gehirnzelle und die galt natürlich als Luxusgegenstand, deswegen konnte Raffi sie nicht mitnehmen. Was ist denn dein Problem mit mir? Hast du dir schön dein kleines Schauspiel zusammengelegt? Bist du in der Ecke getrieben von mir, okay? Bist du in der Ecke getrieben? Wer bist du? Bist du meine Mutter oder was? Nee, ich bin gar niemand für dich. Ja, also. Schreib dir das hinter deine Ohren. Für dich bin ich in diesem Haus gar nichts mehr. Und wenn du noch einmal ältere Leute anschreist, wenn ich dabei bin, hast du ein richtiges Problem. Problem ist, dass du mich mit ihm abgesprochen hast. Gibt es eigentlich noch diese Versicherungsdetektive? Raffi wäre ja absolut prädestiniert dafür, ein neuer Detektiv zu werden. Raffis Problem ist, dass Melanie Müller seine Sendezeit klaut. Melanie hat gar kein Problem. Maximal der Alkohol hat mit ihr ein Problem. Raffi, pass mal auf. Jetzt sage ich dir mal eins. Ich sag jetzt mal eins. Das, was du machst, wird dein Untergang hier sein. Okay? Ich belächle dich gerade, weil du hast überhaupt gar nichts zu sagen. Du machst eine Riesenwelle. Red vernünftig mit mir. Hörst du mir mal nein, zu? Nein, er will auch mal reden. Er ist auch Mann genug. Ist das was Neues? Er will auch was reden. Oder was? Also, du mal ausreden es ging darum, ich wollte... Du musst gar nicht dich erklären. Er hat auch eine Meinung. Ganz anderes. Er hat auch eine Meinung. Du schreist mich an. Er erkennt eine Mimik in Melanies Gesicht. Raffi, lieber aufpassen. Nachher verpasst sie dir noch eine Überdosis Botox. Stell dir vor, du bist Dani Büchner. Ja, vorstellen. Und du bist nicht die anstrengendste Person hier bei Promi Big Brother. Raffi, unser Wolf im Schafspelz. Ich rede gerade mit ihm, er ist auch Mann genug, er hat auch Eier. Nee, Erik, was? Hat er gerade nicht, okay? Habe ich gerade für mich entschieden. Ja? Nee, hast du gerade nicht, Erik, komm mit. Hier, können wir auch morgen unterhalten klären. Am Tisch. Genau, machen wir. Genau. Wir, komm, geh rüber. Nee, du gehst rüber, okay? Ich hab dich entlarvt. Ich hab dich entlarvt, du lügst. Oh mein Gott, widerst du mich an? Der ist nicht bei sich. Ja, das Praktische ist ja, eine weiße Jacke hätte der Raffi schon mal an. Irgendjemand müsste sie nur noch zubinden. Geht's noch gruseliger? Du musst gerade entschuldigen, das ist jetzt ist kein Gaffen, ne? Du hast so faszinierende Augen. Oh, sprich weiter. War ich wahrscheinlich nicht der Erste, der das sagt, ne? Ja, aber es wird lange nicht mehr gesagt. Ja, aber das ist so, man kann gar nicht anders als da hingucken. Dankeschön. Toll. Also ich fand, die Komplimente waren jetzt dringend notwendig mal für mich. Zuletzt war unser Jörg so aufgeregt, als er auf einen Auftritt von hier, wie heißt die Band, Touché gewartet hat. Unser Charmeur, der Jörg, wollte sich natürlich eigentlich nur ihr operiertes Gesicht mal ganz genau anschauen. So, jetzt aber Schluss mit dem Geflirte. Wir wollen Beef. Ich bin eigentlich am meisten beeindruckt, dass er erstens mal Jörg so angeschrien hat. Und das wird er zu spüren kriegen. Raffi, du findest morgen eine Lösung, wie du dich bei Jörg irgendwie entschuldigst, sonst werde ich dir das Leben hier richtig zur Hölle machen. Ach ja? Bist du meine Mutter oder was? Du weißt doch gar nicht, was passiert ist. Ich nehme deinen Finger runter, okay? Du weißt es doch gar nicht. Das wird unangenehm für ihn. Ganz einfach. Ich werde den mit dem Arsch nicht mehr angucken, den Gartenzwerg. Aber die Live-Show dazu wird zu benutzt. Ja, die eigentliche Frage ist ja, warum sollte das bitte eine Bestrafung sein, wenn Melanie Müller einen nicht mal mehr mit dem Hintern betrachtet? So seltsam Raffi auch sein mag, der Melanie Müller haben sie doch irgendwie auch was gespritzt und es ist wahrscheinlich kein Botox. So, und jetzt mal abwarten, weil es gibt Videobeweise, dazu gleich mehr. Jetzt gibt's hier erstmal Verstärkung. Jetzt kommen nämlich nochmal 4 weitere Bewohner. Kam plötzlich 2000 der Anruf vom Playboy. Gitta, du bist zu Playmate des Jahrhunderts gewählt worden. Ich hatte... ja, ein sehr aufregendes und kurvenreiches Leben. Gitta Sachs, Jahrhundert-Playmate. Wobei das Jahrhundert, um das es geht, ist schon sehr, sehr lange vorbei. Sie war in vielen Playboys, damals, als er noch schwarz-weiß gedruckt wurde. Nice try, aber es gibt wirklich nur ein Playmate-Bunny, was wir hier wirklich sehen wollen. Ja, ist so.
Aufgeben ist keine Option. Du bist genau. So oft im Playboy gewesen. Zuletzt 2018 mit 53. Alte Kuh. Ich war in einem Glatze. Blättchen zu sehen, als ich 53 wurde. Weißt du, wie stolz ich bin? Ich bin auch stolz. Das ist mir scheißegal. Ah, Mist, ne? Jede Wette, dass Jörg unsere Gitta aus dem Playboy sehr, sehr gut kennt. Sie kennen sich. Mein Name ist Babis Lofte. Ich bin eine weltweit High-Fashion-Model. Givenchy, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. Bitte was? Papis Lover Day? Den hatte ich auch erlebt, als ich gestern in das Schlafzimmer meiner Eltern gegangen bin. Haben wir die Bruce Dunnell auf Wish bestellt Nummer schon durch? Ja? Alles klar. Unser nächster Einzug ist Peyton Ramola. Man kennt mich aus Social Media. Also dieses typisch dumme kleine Blondchen. Und da würde ich mich auf jeden Fall gar nicht einstufen. Aha. Ich habe tatsächlich 3 Tattoos. Da hinten steht... Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Das ist neu. Warte, was steht da? Sieht man das? Hope. Ja. Entschuldigung, bitte. Hope oder Ho? Sie will nicht das naive, dumme Blondchen sein. Die Frage ist nur, warum genau gibt sie sich dann so? Influencer, die einfach nicht wissen, was auf ihrem Arsch-Tattoo steht. Genau dafür würde so eine Sendung hier erfunden. Wer auch immer hier bei InstaLive das geschrieben hat, du bist jemand von uns. Hat sie sich jetzt hier wirklich gerade 2-mal hier so ein bisschen geschüttelt, dass die Jacke hinten runterfällt? Ich glaube, man die Menschheit verloren. Superhändler Paco Steinbeck. Oh, hat Paco die Garderobe von Melanie Müller geerbt oder warum ist er so dicht? Klar, mich Google. Fragt Google zurück. Warum will das jemand wissen? 2 kommt in die Raumstation und 2 auf den Big Planet. Hallo. Hi. Hi. Kennt ihr schon von Pocher? Was müde. Ich bin Raffi. Peyton und Raffi kennen sich. Was ist hier los? Was macht ihr alle? Ich stehe auf der Bühne, singe. Mache sowas hier mit. Ja. Okay. Du? Fernseh? Ja. Jetzt auch Instagram. Okay. Bitte geh! Da hinten ist die Tür. Tschüss! Sorry, aber ich kann natürlich niemanden ernst nehmen, der Melanie Müller oder auch Daniela Büchner in Sachen Trash-TV nicht kennt. Melanie Müller berechnet bei jedem Einzug natürlich nochmal die Toastbrotmenge exakt neu. 2 von euch dürfen jetzt in der Duellarena das Einkaufsbudget aufstocken. Melanie und Raffi. Und diese Planeten müssen da hinten in den Krater. Eine Teambuilding-Maßnahme hier bei Big Brother. Die Beckenmuskulatur von unserer Melanie Müller funktioniert sehr, sehr gut. Hat die da irgendwie ein spezielles Training? Sie haben sich 6 Euro zusätzlich fürs Einkaufen erspielt. Das ist ja nochmal genauso viel, wie Sat.1 für die neuen Promis hier aufgebracht hat. Daniela, du gehst einkaufen. Bitte lass dann jeder Büchner Kerzenwachs kaufen für unseren Raffi. 14 Euro zum Einkaufen, so viel Kohle hatte unsere Dani noch nie. Nudeln, mach mal Nudeln, Brot, mach mal Toast, mach mal Nudeln, Fleischwurst, nimm noch mal Fleischwurst. Dani Büchner nimmt die Fleischwurst, sie hat natürlich Tränen in den Augen. Es kommen nämlich sofort wieder Erinnerungen an Ernesto Monte hoch. Für Beef hat das Geld natürlich nicht gereicht, es gab nur Fleischwurst. Die beiden Neuen auf dem Big Planet dürfen jetzt erstmal 2 runterwählen in die Raumstation, damit es noch krawalliger wird. Gitta hat gerade entschieden, dass Danny den Big Planet verlassen muss. Wer? Ich liebe dich. Dass der das jetzt am meisten wegstecken kann. Auch Papis hat eine Entscheidung getroffen. Ina, du beschwerst dich gerade so viel und fragst so viel, und wie die Sache nicht läuft. Sie genießen nicht einfach den Dasein. Ich liebe die Begründung und wie zielsicher er hier direkt eine Ratte gefunden hat. Sehr gut. Jetzt ist also nur noch das Pflegepersonal, Marie und Papis hier mit den Patienten vor Ort. Danny kann das wirklich gut wegstecken. Das passende Spielzeug dazu hat er ja schon mal. Und die Zuschauer schicken jetzt auch noch den Papis runter. Heißt, unten ist es jetzt so voll, wie das sonst eigentlich immer nur Melanie Müller ist. Und dann das. Raffi sagt... Melanie und Erik haben sich vorher abgesprochen. Wir haben also wirklich glaubwürdige Informationen darüber, dass Raffi genau diese Geschichte Medien angeboten hat. Und zwar in der Form, dass er die Bombe hier platzen lassen wird. Schon absurd, jemanden Aufmerksamkeit sucht und Gier nach Sendezeit vorzuwerfen, wenn man das so eine Nummer plant, vorher schon. Boah, wo sind denn die Beweise? Kronzeugin bei Madame Touché ist übrigens Kathi Hummels, die dort gerade aufgestellt wurde. Natürlich wollen Manager dafür sorgen, dass ihre Künstler sich gegenseitig pushen. Und vielleicht war das auch so ein Deal wie damals im Dschungelcamp. Gina Lisa gab es im Paket mit Florian West, die ja auch beide bei einem Management waren. Wem glaubt ihr da? Schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich sehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Hier gibt es nochmal die Live-Bilder vom Streit
ungeschnitten und die ganze Wahrheit. Wenn ihr es nicht gesehen habt, klickt hier mal rein. Und hier kommt unsere Freundin Claudia Obert zurück zu Kampf der Reality Stars und räumt auf. Die ganze Folge gibt es bei sat1.de und ich verlinke euch die natürlich in der Beschreibung. Viel Spaß mit allen und bis ganz bald. Ciao.